Jetzt auf OE24TV. Der Countdown zur Wienwahl läuft. Exklusiv auf OE24TV. Die spannendsten Wahlduelle der Spitzenkandidaten. Maximilian Kraus von der FPÖ gegen David Ellenson von den Grünen. Moderiert von Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner. Jetzt die Wien-Wahlduelle auf OE24TV bei Fellner Live. Nur auf OE24TV. So, und damit sind wir wieder bei unserem Wien-Wahlduell angelangt. Das ist das fünfte mittlerweile, vier haben wir schon gehabt. Ludwig gegen Nepp, Ludwig gegen Hebein, Ludwig gegen Blümel und Nepp gegen Wiederkehr. Und heute also Grün gegen FPÖ, Kraus gegen Ellenson. Für die Grünen David Ellenson am Tisch. David Ellenson, muss man sagen, weil er in England geboren, also David Ellenson, Platz 4 der Grünen. Richtig. Ja, also sozusagen an vorderster Front dabei in diesem Wahlkampf und grünes Urgestein. Ich bin schon lange dabei, aber Urgestein geht sich nicht ganz aus. Ich bin erst mit 35 zu den Grünen gekommen, also ich habe schon viel anderes vorher gemacht. Aber jedenfalls Mastermind dieser rot-grünen Wiener Koalition derzeit als Clubobmann wahrscheinlich auch neben der Vizebürgermeisterin Hebein der wichtigste Mann in dieser rot-grünen Koalition. Und auf der anderen Seite Maximilian Kraus, nicht amtsführender Stadtrat der FPÖ, ja, Listenplatz 2, wenn ich es richtig sehe, also die klare Nummer 2 hinter Dominik Nepp, auch in diesem Wahlkampf und wortgewaltig, wenn es darum geht, den Grünen eine aufs Dach zu geben. Ja? Hoffentlich. In vielen Aktionen und in vielen auch Sondergemeinderäten etc., die man schon erlebt hat. Fangen wir mal an mit 10 Jahre Rot-Grün, vom David Ellenson seit Beginn an mitgeprägt und mitverhandelt und mitregiert. Ja? Wie ist denn Ihre Bilanz dieser 10 Jahre? Wien ist genau jetzt 10 Jahre die lebenswerteste Stadt der Welt. In jedem möglichen Ranking, das irgendwo auftaucht, genau 10 Jahre. Die Grünen sind genau seit 10 Jahren in der Stadtregierung. Schaut aus, als ob es einen Zusammenhang geben würde. Es ist sehr viel weitergegangen die letzten 10 Jahre. Also alleine, wenn man da in der Nähe über die Marie-Hilfer-Straße geht oder wenn man jetzt fragen würde, die Zuseher und die Zuseherinnen, wer hat ein 365-Euro-Ticket in der Tasche? Das sind Erfolge, die lang anhalten. Wir haben sehr viele neue Begegnungszonen gemacht, Verkehrsberuhigung. Die ganze Stadt ist moderner geworden, atmet mehr. Aber es gibt nach wie vor natürlich viel zu tun für die Zukunft. Wir müssen Wien klimafit machen. Wir möchten, dass Wien Klimahauptstadt wird und dafür setzen wir uns ein. Die Frage ist, hat sich diese Koalition in den letzten Monaten, möchte ich sagen, abgenützt, aber etwas abgerieben? Denn zwischen der Frau Vizebürgermeister und dem Bürgermeister gibt es immer wieder mittlerweile so kleine Reibereien, zum Beispiel verkehrsfreie Innenstadt, wo man jetzt hört, dass die SPÖ das überhaupt nicht will und das sogar beeinspruchen wird. Die Innenstadt wird verkehrsberuhigt werden, aber vor dem 11. Oktober geht sich das nicht mehr aus, weil uns der Koalitionspartner den Erfolg nicht gönnen kann. Aber das kommt wie Samen im Gebet. Es wird der erste Bezirk, wir sagen autofrei, aber von mir sagen wir verkehrsberuhigt. Jedenfalls werden dort sehr viel weniger. Der Bürgermeister, der sagt, es wird verkehrsberuhigt, ihr sagt verkehrsfrei werden. Autofrei. Ja, weil das der internationale Begriff ist. Das bedeutet ja nicht, dass die Feuerwehr nicht einfahren kann, natürlich. Und ich weiß auch, dass nicht alles, das Sofa wird auch nicht zu Fuß hineinspazieren. Das ist ja logisch, dass es immer noch Verkehr gibt, aber sehr viel weniger wie heute. Und das ist ein großer Schritt im Weiterdenken. Wenn man Wien klimafit machen möchte, wird man bei Verkehrspolitik herumschrauben müssen, auch wenn es nicht allen gefällt. Aber da reibt sich die Koalition und sie reibt sich auch an der Frage, soll ein 0-Euro-Ticket kommen? Der Bürgermeister hat gesagt, kommt nicht in Frage, wir müssen die U-Bahn ausbauen, wir brauchen das Geld. Also für U-Bahn-Ausbau, für Öffi-Ausbau sind wir natürlich der erste Ansprechpartner, ist klar. Die Idee von diesem 0-Euro-Ticket für das nächste Jahr ist ein Corona-Bonus für die Wiener und Wienerinnen. Es haben sehr viele Leute ihre Arbeit verloren, verdienen weniger Geld, haben einen Haufen Probleme damit. Das wäre ein schöner Bonus für die Wiener und Wienerinnen, wenn sie nächstes Jahr gratis mit den Öffis fahren können. Und dem Klima wird es auch noch helfen, haben wir alle was davon. Gut, Maximilian Kraus, nehme ich an, nicht ganz so begeistert von 10 Jahren Rot-Grün wie der Herr Clubobmann Ellenson. Ja, kurze Replik, wenn Sie sagen, die Verkehrsberuhigung im ersten Bezirk kommt wie das Amen im Gebet, warten wir mal den 11. Oktober ab. Ich glaube, da sollte man dem Wähler nicht vorgreifen.
Wir haben ja im ersten Bezirk auch wieder eine starke Kandidatin mit Ursula Stenzel. Und ich halte es durchaus für möglich, dass wir in der inneren Stadt vielleicht eine kleine Überraschung haben und dort viele Wienerinnen und Wiener zeigen, was sie von der rot-grünen Verkehrspolitik mit Verkehrsberuhigungen und Straßensperren und Pop-up-Radwegen halten. Deswegen sagen wir nicht, irgendwas kommt wie das Amen im Gebet, warten wir mal die das Wahl. Das heißt, da marschiert sie in Richtung Bezirksvorsteher. Ich glaube, es wird eine kleine blaue Überraschung im ersten Bezirk geben, aber warten wir die Wahl ab. Ich will nicht so vermessen sein wie Sie und dem Wähler vorgreifen, aber ich bin zuversichtlich. Gut. 10 Jahre rot-grün. Schauen Sie, Wien ist eine Stadt, und da sind wir uns einig, wo es viele tolle Wienerinnen und Wiener gibt. Aber ich sage, das, was in Wien gut ist, das ist trotz Rot-Grün noch gut in Wien und nicht wegen Rot-Grün. Und wenn wir uns anschauen, die Statistiken, die Sie bemühen, da ist ja an erster Front immer die Mercer-Studie, wo jedes Jahr angeblich rauskommt, dass Wien die lebenswerteste Stadt ist. Aber Faktum ist, das ist eine Umfrage, die unter Managern durchgeführt wird, unter Expats, die in Wien im 19. Bezirk vielleicht wohnen, wo alles problemlos abläuft und wo viele Ärger und viele Nöte von den Menschen nicht täglich angetroffen werden. Es gibt in Wien aber auch irrsinnig viele Menschen, denen es nicht so gut geht. Es gibt in Wien irrsinnig viele Menschen, die unter der Massenzuwanderung der letzten 10 Jahre extrem gelitten haben, weil sie sich nicht mehr heimisch fühlen in Wien. Es gibt in Wien, in vielen Bezirken, sprechen wir es an, im 10. Bezirk, in Favoriten, Straßenschlachten zwischen ausländischen Gruppen, zwischen Türken und Kurden, wo sich die Menschen, die in Favoriten leben, nicht mehr zu Hause fühlen und die ihnen nicht sagen werden, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Es gibt Menschen, die konfrontiert sind mit Armut in Wien. Wir haben in Wien noch immer 300.000 Menschen, die an oder unter der Armutsgrenze leben, wo ich mir als Politiker wünschen würde, dass die Stadtregierung hier mehr Akzente gesetzt haben könnte, um auch tatsächlich zu helfen und nicht nur die Mindestsicherung in 100 Millionen an Nichtstaatsbürger auszuzahlen. Das heißt, ja, Wien hat gute Seiten, Wien hat eine fleißige Bevölkerung, aber Wien hätte es verdient, auch besser regiert zu werden und auch wieder Politik für die echten Wienerinnen und Wiener zu machen. Und das ist der Anspruch, mit dem wir freiheitlich antreten. Ihr Vorwurf ist ja, dass in diesen 10 Jahren Rot-Grün die Zuwanderung in Wien sozusagen überhand genommen hat. Ja, das ist ja der Hauptvorwurf. Absolut. Also wenn wir gerade die Mindestsicherung angesprochen haben, in Wien gibt es Mindestsicherungsbezieher. Und von diesen Mindestsicherungsbeziehern sind 60% Nichtstaatsbürger und 78% haben Migrationshintergrund. Das heißt, dass hier extrem viel Geld an Menschen ausgezahlt wird, nämlich an die Nichtstaatsbürger, die hier in vielen Bereichen nichts eingezahlt haben, die keinen Beitrag geleistet haben, damit diese Stadt gut funktioniert und die trotzdem die vollen Sozialleistungen bekommen. Und das ist ungerecht. Wir haben so viele Menschen in der Stadt, Taxifahrer, Kassiererinnen, Leute, die angestellt sind, die extrem wenig Geld verdienen, die belastet werden mit Gebühren, mit Steuern etc., die einzahlen, um ein System aufrechtzuerhalten, wo andere Leute, die zugezogen sind und noch nie etwas eingezahlt haben und herausnehmen können. Und hier müssen wir wieder hin zu mehr Gerechtigkeit kommen, dass die Menschen, die fleißig sind, die in der Früh aufstehen, die arbeiten gehen, die Steuern zahlen, auch wieder von diesem Staat profitieren. Und das ist das, was wir Freiheitliche wollen. Es kann nicht das Modell geben, dass man zuzieht, ab dem ersten Tag Mindestsicherung, Sozialhilfe bezieht, auch noch eine geförderte Gemeindewohnung bekommt als Ausländer, während die Österreicher Schlange stehen müssen und Wochen und Monate warten müssen und hier diese Ungerechtigkeit von der rot-grünen Stadtregierung gelebt wird. Hier braucht es ein Umdenken, hier müssen wir die Staatsbürger, die Wienerinnen und Wiener wieder in den Vordergrund stellen. Herr Ellenson, die Forderung der FPÖ in diesem Wahlkampf ist ja keine Mindestsicherung mehr ohne Staatsbürgerschaft, keine Gemeindebauwohnung mehr ohne Staatsbürgerschaft. Ja, aber das weiß die FPÖ so gut wie ich. Alles rechtswidrig, alles unmöglich, geht alles nicht. Innerhalb der Europäischen Union haben wir ausgemacht miteinander, dass wir uns fair behandeln. Wenn Leute von uns studieren in Deutschland oder woanders, werden sie fair behandelt und nicht benachteiligt. Das gilt natürlich in Österreich auch, das gilt ja vice versa. Aber es ist der Dauertext der FPÖ. Man könnte natürlich sagen, nicht ohne Staatsbürgerschaft mit Ausnahme EU-Bürger. Um die geht es ja nicht. Es geht ja um Türken, um Syrer, um Afghanen, um Tschetschenen. Wir haben klare Regeln, was den Gemeindebau angeht. Aber zuerst muss man sagen, wir haben 220.000 Gemeindewohnungen. Warum haben wir die? Die FPÖ hat in dieser Stadt noch nie mitregiert. Alles, was wir da draußen haben, die Gemeindewohnungen, die Parks, die Schulen, die U-Bahn, die BIM, alles ohne FPÖ geschaffen. Sie sind nur ein Teil des Problems. Teil der Lösung in dieser Stadt sind die Grünen, und ich muss keine Werbung machen für die anderen, die Grünen und die Sozialdemokratie. Kurze Replik. Die FPÖ ist ausschließlich dabei, ein Problem, das sie sehen, immer noch größer zu machen. Sie haben nie eine Lösung, sie tun nur eine hetzen und das und die gegen die und jeden gegen jeden ausspielen. Was wir müssen ist, 1,9 Millionen Wienerinnen gibt es jetzt, Wienerinnen und Wiener, wie machen wir das gemeinsam? Sauber hinkriegt haben wir doch den öffentlichen Verkehr. Die meisten, zumindest innerstädtisch, sagen top.
Am Rand kann man auch da noch verbessern. Die meisten Leute werden sagen, super Gesundheitswesen, sind wir froh, dass wir so ein Gesundheitswesen haben während Corona. Da haben es noch viel mehr Leute gemerkt und nicht alles verscherbeln und privatisieren, wie sie das früher gemacht haben. Wir haben 220.000 Gemeindewohnungen und die FPÖ hat bei einer ihrer Bundesregierungen, die ja immer kurz sind, weil dort immer das Gleiche kommt, ja, zuerst Opposition, dann Regierungsbank und dann Anklagebank. Da muss ich kurz antworten. Nein, nur ganz kurz, damit man weiß, was ich meine. BUWOG-Wohnungen. Es sind Wohnungen wie Gemeindewohnungen, gehören aber dem Bund, ganz Österreich. Verscherbelt, verkauft und heute laufen noch Prozesse. Ist der Sie würden Prozess. Morgen den Gemeindebau verscherbeln. Es geht verscherbeln. Um den Prozess. Bitte, Antwort, wenn Sie immer sagen, Oppositionsbank, Anklagebank, Ihr üblicher Spruch. Ja, wenn wir hier am Tisch sitzen, der Herr Fellner ist nicht verurteilt worden, ich bin nicht verurteilt worden, nicht. Der Grüne Club ist wegen einer Aussendung von Ihnen sehr wohl vor kurzem verurteilt worden. Das heißt, wenn wir mit Gerichtsprozessen um sich werfen, da sollten Sie vielleicht der Letzte sein, der davon spricht. Sie haben einen jungen Mann beschuldigt, das war nicht so und deswegen ist der Grüne Club, Sie verstecken sich ja hinter der Immunität, verurteilt worden. Das heißt, wenn wir über Gerichtsprozesse reden, sollten gerade Sie vorsichtig sein. Stichwort Gemeindebau. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Leute uns dankbar sind, dass wir das Thema Gemeindebau zum Wahlkampfthema gemacht haben. Ich habe Sie aussprechen Wohnungen lassen. Wegen Ihnen. Ich habe Sie aussprechen bitte, lassen. Herr Klaus. Ja? Also. Ein bisschen höflicher sein. Bitte. Wir haben das Thema Gemeindebau in diesen Wahlkampf gebracht. Und ja, Sie haben den Gemeindebau nicht verantwortet, ich habe ihn nicht verantwortet. Das ist eine historische Errungenschaft in Wien. Aber es geht darum, den Gemeindebau auch lebenswert zu erhalten in Wien. Uns rufen Leute an und sagen, sie sind auf der ganzen Stiege die Einzigen, die noch Deutsch sprechen. Da wird keiner redet mehr Deutsch, da wird man das Gefühl nicht los, man ist hier nicht mehr heimisch und da möchte man nicht, dass noch mehr Menschen in den Gemeindebau ziehen, die hier der Kultur fremd sind, die nicht wienerisch reden, wo nur mehr Hammel gegrillt wird, wo man das Gefühl hat, türkische Musik schallt über den ganzen Hof und die Wienerinnen und Wiener fühlen sich da nicht mehr zu Hause. Und dass sie das nicht zur Kenntnis nehmen wollen oder dass sie das gut finden, ist ihre Sache. Und wenn sie da aber nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass es viele Leute gibt, die das stört, dann ist das ihr Problem und nicht das Problem der FPÖ. Herr Klaus, der Herr Eldensohn hat natürlich einen guten Punkt, wenn Sie fordern, Gemeindebau nicht mehr ohne Staatsbürgerschaft, dann sagt er zu Recht, das ist in der EU gar nicht möglich, da werden Sie verurteilt. Der Herr Ellenson hat teilweise recht. Der Ellenson hat insofern recht, als man sagt, Unionsbürger muss man gleichstellen. Haben Sie völlig richtig das wäre gesagt, ausgenommen die sind bei Ihnen. Nicht das Problem. Niemand hat ein Problem damit, wenn Deutsche, wenn Franzosen, wenn Italiener einziehen. Im Gegenteil, die haben sogar oft beliebte Nachbarn, gibt ganz fleißige Gruppen auch. Also es geht das nicht Problem, gegen EU. Das Problem sind in erster Linie muslimische Zuwanderer. Da auch nicht alle, aber in vielen Fällen ja. Und wenn man das nicht mehr ansprechen darf, Entschuldigung, ich bin doch in die Politik gekommen, um Dinge zu verändern, um Gesetze zu verändern, um Dinge zu verbessern und um sicherzustellen, dass es den Wienerinnen und Wienern besser geht und nicht um zu sagen, in der Union, in Brüssel ist irgendwas aber verboten. Aber erklären Sie uns kurz, bevor der Herr Ellenson antworten darf, wie wollen Sie denn das machen? Wie wollen Sie den Gemeindebau nur noch an Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft vergeben? Das wird ja extrem schwierig auch zu kontrollieren. Ganz im Gegenteil. Ja. Die Vergabe war ja ein Staatsbürgerschaftsrecht bis ins Jahr 2007. Dann hat es den Herrn damals Wohnbaustadtrat Werner Faymann gegeben, der hat den Gemeindebau auch für Drittstaatsbürger, wie Sie meinen korrekt heißt, Ausländer geöffnet. Diese Verordnung müsste man zurücknehmen und sicherstellen, dass Wohnungen, die aus geförderten Geldern entstanden sind, dann auch wieder nur an Staatsbürger vergeben werden. Nur für es kann Österreich nicht sein, und die EU-Bürger. Nur für Österreich und die EU-Bürger. Und es kann nicht sein, letzter Satz, dass erstens Österreicher Monate und Jahre auf Gemeindewohnungen warten müssen, zweitens die dann aber im Direktverfahren oftmals an Ausländer vergeben müssen und drittens dann in der Folge eine Wohnungsnot herrscht und wir nicht wissen und viele Wienerinnen und Wiener, gerade junge Leute, nicht wissen, wie sie eine Wohnung bekommen sollen. Ist es denkbar oder Ihrer Meinung nach richtig, dass Gemeindebauwohnungen an Tschetschenen, Afghanen und Syrer vergeben wird. Der Herr Kraus hat jetzt angesprochen, wer dort alles wohnen soll. Ich weiß nicht, ob Sie mal geschaut haben, wer diese Wohnungen baut. Das sind wahnsinnig wenig Burschenschaften mit Schmiss zum Sehen, die irgendwie einen Ziegelstein in die Hand nehmen und irgendwas mauern. Wer baut diese ganzen gemeinnützigen Wohnungen? Das sind nicht Ihre 3000 österreichweiten Burschenschaftler, diese Parallelgesellschaft von Ihnen, sondern das sind ganz andere Leute. Wer in Wien anpackt, mithilft, hat am Schluss auch einen Anspruch. Aber lassen Sie mich, etwas muss ich zurechtrücken. Sie sagen, deshalb hat er einen Anspruch, weil er ein Bauarbeiter zum Beispiel ist, kann auch ein Syrer sein. Einen Anspruch hat er, weil er sozial darauf angewiesen ist, dass man leistbare Wohnungen hat. Wir haben in Wien 2/3 geförderter Wohnbau, 2 von 3 Wohnungen. Das ist wirklich europaweiter Rekord. Und die braucht man natürlich für die Leute, die weniger verdienen wie die 3 Leute am Tisch. Für die brauchen wir sie. Richtig. Und es geht nicht nur Staatsbürgerschaft, sondern wer braucht es? Und die kriegen das.
bauen tun sie nicht, ich auch nicht. Ja. Aber von ihren Leuten habe ich dort niemanden gesehen. Okay, dann halten wir fest, es ist ihnen halt wurscht. Ich nehme es zur Kenntnis, wenn es im 10. Bezirk, im 21. Bezirk, im 20. Bezirk viele Wiener gibt, die ja die Gemeindebauten über ihre Steuern finanziert haben. Und darauf kommt es ja, ja an. Die sind ja aus Steuergeldern finanziert worden. Ja, aber von allen, die sich auf ihren Stegen nicht mehr heimisch fühlen. Die sagen, in jede leere Wohnung zieht eine Ausländerfamilie ein. Ja, es redet keiner mehr Deutsch. Sie sagen halt, okay, ist ihnen wurscht, weil es irgendjemand gebaut hat, der vielleicht in manchen Fällen einen Migrationshintergrund hatte, in anderen nicht. Darauf kommt sie auch nicht an. Muss dort jeder einziehen dürfen. Das ist nicht unser Modell. Es gibt ja, das rot-grüne Modell, Ausländer bevorzugen und das FPÖ-Modell, Staatsbürger bevorzugen. Am 11. Oktober wird abgestimmt Ihr werden Modell und ich glaube, dass Sie da am falschen Dampfer sind. Na, ganz aber, im Gegenteil. Aber weil er ganz im Staccato sehr schnell redet, hat er vorher eines hineingeschummelt, das muss ich zumindest klarstellen. Bitte. Verurteilt worden. Noch nie jemand von der FPÖ verurteilt worden und ich schon. Also gut, gesagt. Nur damit wir es ungefähr beieinander haben. Verurteilt worden ist der Grüne Club, weil wir gesagt haben, irgendeine Telefonnummer mit einem Nazi-Code hat sich jemand absichtlich bestellt. Dass der Mensch rechtsextrem ist in meinen Augen, das halte ich ja weiterhin aufrecht. Die Nummer hat er zufällig bekommen, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Das ist eine minimale Verurteilung, wenn ich vergleiche, ich führe ja eine, der Herr Maximilian Kraus kennt das, weil ich Ihnen das schon öfter vorgelesen habe im Gemeinderat, geklagt wurde ich dafür noch nie, eine Verbrecherliste, die schreibe ich mit dem FPÖ-F, ich sage nur ganz, das dauert nicht lang, nur ganz kurz, wofür FPÖ-Leute in Österreich verurteilt worden sind, die irgendwo ein Mandat oder Gemeinde. Ganz kurz, ja. Wofür? Amtsmissbrauch, Drogenhandel, Untreue, Wiederbetätigung, Urkundenfälschung, Verhetzung, Betrug, Raufhandel, pornografische Darstellung mit Minderjährigen, gewerbsmäßiger Betrug, tätliche Beleidigung und. Sie wissen, dass die Liste ewig weitergeht, weil ich es Ihnen schon sehr lange vorgelesen habe. Und hinter jedem einzelnen dieser Verbrechen steht ein FPÖ-Mitglied, irgendein Funktionär irgendwo in Österreich. Das ist Ihr vom Herrn Pinz übernommener Oppositionsbank, Regierungsbank-Anklagebank. Der ist richtig, der Sager. Schauen Sie, das hat, der Treffer hat offenbar gesessen, weil die Liste, sonst ist ja alt, im Gemeinderat liest das immer vor und meint, irgendein Funktionär aus Hintertupfing hätte dort irgendwas gesagt. Und jetzt sagt er, er wird nicht geklagt, ja, weil Sie immun sind, Sie wissen es ganz genau. In dem konkreten Fall, den ich angesprochen wurde, ist der Grüne Club verurteilt worden. Für eine Aussendung, wo wir Telefonnummer verwechselt haben. Ist der Grüne Club verurteilt worden? Wenn wir den Hintergrund kurz beleuchten, Sie wollten damals Chef der Grünen werden, wollten sich profilieren, haben einen jungen Mann behauptet, der hat sich irgendeine Nazi-Telefonnummer genommen. Das Ministerium hat damals bestätigt, das war eine zufällige Vergabe. Ja, das ist Sie okay. Falsche sind Telefonnummer. Abgeblitzt, sind dann auch nicht Chef geworden der das Grünen, sondern auf Platz 3 gelandet. Aber Sie haben schon den Vergleich gesehen. Deswegen sind Sie offensichtlich noch ein bisschen Sie frustriert. Sie gehen das ganze Strafgesetzbuch durch und Ihre Telefonnummer verwechselt. Wahrscheinlich kommt auch noch ein bisschen mehr Frustration dazu, weil Sie euch in der Koalition auf Bundesebene nie durchsetzt und die Grünen nicht alle Grundrechte von Meinungsfreiheit, Freiheitsrecht, so Registrierung, Impfpflicht, die Grünen fallen überall um auf Bundesebene. Zu dem kommen wir noch. Zuerst bleiben wir mal kurz beim Vorwurf, dass die FPÖ jede Menge Verfahren hat, unter anderem auch den Buwog-Prozess bekanntermaßen, der jetzt ja noch läuft. Allerdings, Sie sind ja da auch nicht mehr ganz stubenrein, weil Sie haben ja die Causa Corher am Hals, die ja den Grünen in Wien natürlich schon enorm geschadet hat. Sie selber haben ja da immer auf Aufklärung gedrängt, wie wir wissen. Natürlich sind die Grünen in Wien durch diese Corher-Kiste und durch diese ganze Heimatgeschichte, die ja letztendlich dann zur Verabschiedung der Frau Vassilakko geführt hat, schon schwer ramponiert. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ein Verfahren läuft, wo es noch keinen einzigen gibt, der verurteilt ist, oder ob ich so eine lange Liste habe, die ewig, das sprengt ja die Sendezeit, wenn ich das alles vorlese. Hat aber nicht alles warum, mit Wien zu tun. Hat warum, nicht alles aber mit genug Wien davon. Warum gibt es so viele Herrn FPÖler? Nicht verurteilen, warum aber bei so viele denen gibt es auch kein Urteil und Sie sprechen aber bei es denen, die ich vorher vorgelesen habe. Beim Herrn Corher, wo es genauso Ausdrucksuchungen in den grünen Magistratsabteilungen gegeben hat, wo es Spenden gegeben hat an Vereine, da gibt es wirkliche Vorwürfe, die Wien betreffen. Da gibt es konkrete Vorwürfe gegen den Herrn Corher, der sogar bei den Grünen austreten musste, weil sie damit ja offiziell nichts mehr zu tun haben.
haben wollen. Das heißt, hier sollten Sie tatsächlich vor der eigenen Türe kehren und nicht Leute, immer nur andere Menschen null, beschuldigen. Null verurteilt worden sind, gleichstellen mit ihren Drogen. Ist der Grüne Club verurteilt worden wegen Ihnen? Ist der Grüne Club verurteilt worden wegen Ihnen? Ist der Grüne Club verurteilt worden wegen Telefonnummer? Also lassen wir mal die Telefonnummer bleiben. Ja, so, weil Sie da ja immer auch ein Grünen intern sehr starker Kritiker waren. Tut Ihnen diese Causa Heumarkt, diese Causa Chorherr im Nachhinein leid? Glauben Sie, dass die Grünen da Fehler gemacht haben? Wird das in der nächsten Periode, wo ja die handelnden Personen Vasilako, Chorherr etc. nicht mehr bei den Grünen dabei sind, anders werden? Was wird aus dem Heumarkt werden? Da steht ja noch nicht der Heumarkt. Die Idee ist, was wird aus dem Heumarkt die Idee werden? Ist, dass dort ein Projekt entsteht, das, und darum ist er immer allen gegangen, das Weltkulturerbe, das ist die freie Sicht auf den ersten Bezirk, nicht gefährdet ist. An dem wird gearbeitet und verhandelt. Ich bin guter Dinge, dass es genau so ausgeht. Dann war das alles zwar Mordswirbel, da haben Sie schon recht, aber im Ergebnis am Schluss ist es trotzdem positiv. Ein Wirbel, positiv. Der Sie geärgert hat auch, nicht? Der war nicht sehr nützlich, weil ein Wirbel, den man intern veranstaltet, nie wahnsinnig viel nutzt. Aber am Ende wird das Ergebnis sein, das Weltkulturerbe ist gerettet und statt dem Interkont des, so wie es dort steht, eh niemandem gefällt, steht vielleicht ein schöneres Gebäude. Gut. Ich komme nochmal zurück zum Immigrationsthema. Ein wichtiger Punkt aus Ihrer Seite ist, dass Sie zu dritt im Wiener Gemeinderat beschlossen haben, 100 Flüchtlingskinder von Moria aufzunehmen, die dort derzeit ohne Eltern größtenteils, also unbegleitete Flüchtlingskinder, ein wirklich alles andere als lustiges Jugendleben fristen, weil sie sind im Dreck und wenn es jetzt regnen anfängt, wird es wahrscheinlich nicht sehr amüsant werden. Warum 100.000 Flüchtlingskinder in einer Stadt, die ja zumindest nach Meinung der FPÖ ein Immigrationsproblem hat? 100, wird sonst 100.000 gesagt. 100 Kinder aus Moria, wo die Kinder tatsächlich im Dreck leben. Jeder, der die Bilder sieht, muss. Alleinig, wenn man sich vorstellt, dass die eigenen Kinder dort wären. Und auch wenn man keine hat. Es reicht, um sich vorzustellen, man müsste selber dort wohnen. Das kann man niemand wünschen. Die Europäische Union ist insgesamt säumig, solche Fragen zu lösen. Das wäre echt ein Nullproblem, wenn sie alle zusammentun. Funktioniert nicht. Jetzt gibt es in Deutschland 183 Städte bereits, die sich bereit erklärt haben, zum Flüchtlinge aufnehmen. Wien auch. Innsbruck auch, 100, ein paar noch hin. 100, um es klar zu sagen. Genau, ja. 100 für Weil Wien. Sie der Meinung sind, 100 verkraften Sie locker. Hat Wien ein Immigrationsproblem? Na, 100. Also wenn wir 100 Kinder in Wien bei 1,9 Millionen Menschen nicht aufnehmen können, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Also die 100 sind klar, die haben Sie auch sehr gut argumentiert jetzt. Hat Wien ein Immigrationsproblem, Ihrer Meinung nach? Na, Wien ist hat Wien zu viel eine Stadt hat. Das ist wirklich, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, Städte leben davon, dass Leute da sind und dann kommen welche dazu. Das ist immer so gewesen. Die Alternative wäre, wir machen eine Riesenmauer rundum und ich weiß nicht, ein Stacheldraht auf und lassen keinen ein und kommen selber nicht mehr hinaus. Das will doch niemand. Eine Stadt ist eine lebendige Angelegenheit, wo Leute kommen, wo Leute wieder gehen. Wir haben mittlerweile in Wien, einer wirklich der Erfolge ist, wir sind jetzt jüngstes Bundesland von ganz Österreich. Wir haben mittlerweile wieder mehr Geburten als Todesfälle. Das war überhaupt nicht so. Ich bin hergekommen in den 80er Jahren. Allerdings da waren wir noch ältestes Bundesland. Mohammed der meistgewünschte Kinder. Nein, ich glaube, es ist Alexander. Aber ich weiß gar nicht bis genau. Jetzt haben wir es in drei Bezirken Mohammed den meistgenannten. In wenigen Jahren wird es in noch mehr Bezirken sein. Sie sagen es gut, ich finde es nicht gut. Die Wiener werden entscheiden. Aber was ich da schon sagen wollte, Sie sagen immer 100 Kinder nehmen. Das hat man 2015 auch gesagt, da kommen die Frauen, da kommen die Kinder, da kommen die armen Unbegleiteten. Sie in Wahrheit, helfen. Ich habe Ihnen so lange zugehört. Halten Sie es nicht einmal eine Minute aus, zuzuhören. Gut, Herr Kraus ist am Wort. 100 Kinder. Herr Kraus, bitte. Er schafft es leider. Er will Ihnen sagen, dass es nur um 100 Kinder geht. Ich werde Ihnen sagen, wir haben 2015 auch diese Geschichten gehört, da kommen die Kinder, die Frauen, die Unbegleiteten. In Wahrheit sind gekommen die 2 Meter großen Typen mit so einem Bart, die uns erklärt haben, sie sind 13. Und ich sage Ihnen ein aktuelles Beispiel. Wir haben an diesem Wochenende in Paris einen Terroranschlag gehabt. Dort hat ein junger Mann 4 Menschen erstochen. Dieser junge Mann ist in Frankreich eingereist im Jahr 2016 als unbegleiteter Minderjähriger. Ich zeige Ihnen ein Bild von seiner Festnahme. Schauen Sie sich ihn an. Ich sage Ihnen, wenn Sie den sehen, der ist mindestens 30, ist im Jahr 2016 als angeblich 14-Jähriger eingereist, wird jetzt von der Polizei als 18 geführt 17, und hat dort...
17, 18 und wird und hat dort angeblich vier Menschen und hat dort faktisch vier Menschen niedergestochen. Da kommen Leute, die sind Mitte 20, 30, quer durch Afghanistan, quer durch den Irak. Glauben Sie, ein Dreijähriger spaziert allein und unbegleitet quer durch Afghanistan und den Irak? Da kommen erwachsene, junge Männer, die dann oft zu Gewalttätern werden. Jetzt in Paris ein Fall, wo er vier Leute niedergestochen hat. Und uns erklären irgendwelche Weltverbesserer hier, da kommen die Kinder. Nein, in Moria werden wir wieder das Gleiche erleben. Und schauen wir die griechischen Behörden an, die ja wohl am besten wissen werden, was dort die Situation war. Die griechischen Behörden sagen, hier wurden in einer Nacht die Unterkünfte angezündet, die Rettungskräfte, die gekommen sind, wurden mit Steinen beworfen und in der Nacht darauf wurde wieder Feuer gelegt. Ich sage Ihnen, die griechischen Behörden haben recht, wenn sie sagen, sie wollen nicht, dass diese Leute nach Europa weiterverteilt werden, weil sie die griechische Gastfreundschaft missbraucht haben. Die hätten ihre Asylverfahren... Nein, das sind ja keine Kinder. Glauben Sie, dass ein Kind quer durch Fotos, Afghanistan... Die Fotos, die wir von dort sehen, sind ja klare Kinder. Das ist immer so, wie gearbeitet wird. Man zeigt eine Familie und dann kommen 120, 30-Jährige daher. Hier muss man Recht auch Recht bleiben lassen. Es gibt Dublin III auf europäischer Ebene, das besagt, dass in dem ersten Land, wo man nach Europa einreist, ein Asylantrag zu stellen ist. Und hier kann man nicht sagen, nehmen wir 100, nehmen wir 1.000, morgen kommen wieder 10.000 nach Lesbos, die ganze Welt auf. Das geht sich nicht aus. Sicherstellen, dass diese 100 Kinder erstens wirklich Kinder sind und nicht 30-Jährige und auch keine Terroristen und zweitens, dass die wirklich unbegleitet sind. Wie wollen Sie denn das sicherstellen? Es wird ja in diesen Lagern sowieso festgestellt, wer ist dort mit Familie, wer ist ohne. Das bleiben leider Kinder übrig, deren Eltern zum Beispiel ertrunken sind. Mhm. Ich verstehe das wirklich. Bei aller Differenz wünsche ich Ihnen, dass Sie und niemand von Ihrer Familie jemals in so eine Situation kommt, das dass man auf das auch nicht. Das ist auch das ein sehr niedriger Status, niemand. Wenn Sie das mir nicht wirklich, etwas Besseres als nein, das aber das wünsche ich wirklich niemandem. Ich wünsche es aber auch nicht den Leuten, die dort wohnen, die jetzt dort am Boden liegen. Wie viele unbegleitete Kinder gibt es jetzt dort, die unter 16 sind? Also 100 gibt es auf jeden Fall für Wien. Das ist wohl das sieht man an den Bildern. Man sagt, die angeblich sind bis zu 3.000. Ne? Insgesamt, Ja, 13.000 Menschen sind es, glaube ich, insgesamt in Moria, ist die Zahl momentan. Das sieht man, die Lager sind alle überfüllt, die es dort gibt. Aber Sie sagen, also zumindest 100 unbegleitete Kinder und genau die wollen Sie nach Wien holen. Ja, und die Frage ist da immer die gleiche. Wenn jemand ins Schwimmbad fällt und es sind drei Kinder drin, holen wir dann alle aus oder nicht? Ja, zuerst muss man mal überlegen, wie kann ich helfen? Das ist ja keine Migrationsfrage, sondern das ist eine Katastrophe. Und die Frage ist, ob man Katastrophenhilfe anbietet. Das ist die Frage. Wissen Sie, es wäre ein ganz anderes Thema, wenn wir jetzt über Integration reden. Aber da geht es echt darum, ob man Katastrophenhilfe leistet oder nicht. Wissen Sie, was ich schade finde? Ich habe Ihnen ein Bild gezeigt von einem Mann, der unter falschen Angaben als angeblich... Kein Mensch ist ein Fan von sowas. Was muss man denn unterstellen? Sie haben mit keinem Wort gesagt, dass Ihnen die Opfer von diesem Mann leid tut. Sie sind sofort wieder zu Ihrer politischen Agenda zurückgekommen. Weil ich den konkreten Fall gar nicht kenne. Und das finde ich persönlich schade. Aber da passt es auch ins Bild, dass die Grünen in Wien und in Österreich die Polizei entwaffnen wollen. Die Frau Heben, die sagt, naja, ist eine ganz normale Forderung, dass man die Polizei entlasten will, entwaffnen will. Und da passt sie auch dazu, dass sie dann mitten in den Demonstranten zwischen Türken und PKK-Kurden ist. Und dann sagt sie, sie will die Polizei entwaffnen. Ist das die grüne Linie, dass man die Polizei entwaffnen soll? Laut ihrer Spitzenkandidatin ja. Und das finde ich schlecht. Der Herr Ilson hat noch das Schlusswort. Dann nehmen wir mal ganz kurz die Entwaffnung. Ich bin in London geboren. Da gibt es auch Polizei, die Bobbys. Sehr viele Leute waren schon mal einen Tag in London oder zwei auf Urlaub. Die Bobbys dort von 200.000 haben 195.000 keine Schusswaffe. Wenn ein Einsatz ist bei einem Bankraub, wo jemand drinsteht mit einer Waffe, kommt natürlich ein Polizist mit Waffe. Haben Sie so wenig Vertrauen in unsere Exekutivbeamten, dass Sie uns Ihnen nur die sagen, Waffe wegnehmen wollen? Ich möchte Ihnen nur sagen, das ist nicht das Problem. Unsere Polizisten, die jeden Tag großartige Leistungen machen. Krass. Jetzt haben Sie vorher gesagt, die sollen Sie ausreden lassen. Was machen Sie jetzt gerade? Das ärgert mich. Wenn man der Polizei die Waffe wegnehmen, das Schlusswort, dann gehen wir in eine Werbepause. In Großbritannien, wenn Sie in London, wahrscheinlich wissen es die meisten Leute gar nicht, Sie machen in London Urlaub, denken Sie nichts, fahren wieder
Kinder nach Hause. Die Polizei dort ist nicht mit einer Schusswaffe aus. Es muss keiner zum Verkehrsunfall kommen mit einer Waffe im Anschlag. Beim Banküberfall schon. So einfach ist es. So einfach ist es. Aber ich sage Ihnen, damit Sie sich ein bisschen beruhigen können, das entscheidet eh nicht die Wiener Ebene. Das war eine Frage bei einer Online-Befragung oder bei der Wahlkabine.at, so, wenn man möchte. Das war die erste. Das entscheidet eh nicht Wien. Das war die erste sehr, sehr spannende Runde Ellenson gegen Kraus. Fast etwas überlang, aber es war gut. Na, ihr kriegt eine zweite Runde. Kurze Werbepause und dann haben wir die Themen Verkehr und Corona. Also da wird es noch spannender. Wir sind gleich zurück. Jetzt auf OE24TV. Der Countdown zur Wienwahl läuft. Exklusiv auf OE24TV. Die spannendsten Wahlduelle der Spitzenkandidaten. Maximilian Kraus von der FPÖ gegen David Ellenson von den Grünen. Moderiert von Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner. Jetzt die Wien-Wahlduelle auf OE24TV bei Fellner Live. Nur auf OE24TV. So, spannendes fünftes Wahlduell heute. Zwei Wochen haben wir noch bis zur Wien-Wahl am 11. Oktober. Dann wird abgestimmt. Ich nehme an, die Wählerschaft dieser beiden heute diskutierenden Personen überschneidet sich nur minimal. Für die Grünen David Ellenson, der Clubobmann, Nummer 4 der Liste, für die Blauen, sprich für die FPÖ Maximilian Kraus, Nummer 2 der Liste und nicht amtsführender Stadtrat im Rathaus. Da sind im ersten Teil schon relativ die Wogen hochgegangen über Flüchtlingskinder, Immigration und zuletzt um die Frage, darf die Polizei entwaffnet werden, wie das Birgit Hebein, die grüne Spitzenkandidatin, in einer Online-Umfrage von Wahlkabine.at kurz erwähnt hat. Oder darf sie das nicht? Sie gehen da schwer ins Haft und sagen, ein Wahnsinn. Ja, weil ich meine, der letzte Satz von Ihnen war vielleicht ein bisschen entwaffnend, wo Sie gesagt haben, das entscheiden eh nicht wir, sondern die Bundesebene. Also so ernst nehmen Sie Sicherheitspolitik und so ernst nehmen Sie offensichtlich auch Ihr eigenes Wahlprogramm, wenn Sie sagen, es ist eh wurscht, was da drin steht. Es steht da nicht im Wahlprogramm. Nein, Sie haben es ja ausgefüllt bei der Wahlfrage online und die Frau Hebein hat sie auch bestätigt. Das heißt, ist aber kein Thema am 11. Oktober. Offensichtlich dürfen Sie es zwar so sehen, aber es ist Ihnen irgendwie auch wurscht, finde ich schade. Wir als Freiheitliche, und ich glaube, das ist hinlänglich bekannt, stehen hinter unserer Polizei. Es gibt immer mehr Kriminelle in Wien, es gibt immer mehr Delikte in manchen Bereichen, Gewaltverbrechen, wenn Sie es genau wissen wollen. Gerade da, wo die Polizei Waffen braucht, um sich selbst zu beschützen, aber auch um Unschuldige zu beschützen. Und hier der Polizei derart zu misstrauen, dass man sagt, na, die dürfen die Waffe nur in manchen Fällen haben und das finde ich falsch. Seit Sie leben, ist die Zahl der Verurteilungen rückläufig. Seit dem ersten Tag, den Sie erlebt haben, in Wien sind die Zahlen von Verurteilungen rückläufig. Sagen Sie mal den Leuten in Wien, die mit Verbrechen konfrontiert sind, ist nicht so schlimm. Letztes Jahr hat es zwei mehr jedes gegeben. Einzelne ist Entschuldigung, schlimm. Die Polizei zu entwaffnen kann da nicht der richtige Ansatz. Und ich glaube, das Sie wollen die Polizei deshalb entwaffnen, weil Sie der Meinung sind, es ist zu viel Gefahr gegeben, wenn ein Verkehrspolizist eine Waffe auf trägt. Auf die Frage, muss ein Verkehrspolizist jedes Mal eine Waffe mitbringen, wenn er kommt, wenn zwei zusammengeschossen sind, sage ich, nein, braucht es nicht. Aber ist es denn in Österreich so, dass der Verkehrspolizist auch der Bankraubpolizist ist, soweit ich das überblicken kann? Aber Großbritannien ist ja nicht, London ist ja nicht, wenn Sie hingehen, haben Sie ja nicht das Gefühl, es ist überall gefährlich. 195.000 Bobbys haben keine Schusswaffe. Die haben irgendwie ein Pfefferspray und sonst irgendwas dabei. Verstehe. Und es funktioniert auch. Okay, Sie wollen den Pfefferspray. Ich bin in London geboren, ich bin öfter dort. Wir wollen, dass der Staat sich im Ernstfall durchsetzen kann. Ja, aber es ist ja schön, wenn wir die Unterschiede herausarbeiten können. Nein, es ist ja okay. Es ist Ihre Meinung. Wissen Sie, warum können wir die Unterschiede herausarbeiten? Es wird wahrscheinlich nicht das wahlentscheidende Thema am 11. Oktober sein. Sehr wohl wird aber das wahlentscheidende Thema möglicherweise Corona werden. Nämlich die Frage, hat diese Stadtregierung, hat die rot-grüne Koalition und der Gesundheitsstaatrat Hacker das Mögliche gemacht gegen Corona, die richtigen Schritte gesetzt oder war die Wiener Politik falsch und hat es deshalb in Wien zu viele Infektionsfälle gegeben? Naja, es hat einen ganz großen Fehler gegeben auf Landesebene in der Corona-Politik und der ist vor drei Wochen passiert, als der Bürgermeister und als der Gesundheitsstadtrat Hacker gemeinsam gesagt haben, sie wünschen sich, dass die Corona-Ampel für Wien auf Orange geschalten wird und die Bundesregierung dann auch einige Tage danach nachgezogen ist und Wien auf Orange geschalten hat. Weil was war die Folge davon? Die Folge davon war, dass sich andere Länder
die Niederlande, Italien, jetzt Frankreich dazu entschlossen haben, auf ihren Ampeln wieder und in ihren Reisewarnungen Wien auf Rot zu stellen. Und das ist der endgültige Tod für die Wiener Hotellerie. Heute war hier sogar ein grüner Geschäftsführer von einer Hotelkette am Vormittag eingeladen, habe ich gesehen. Der hat gesagt, er hat gerade 100 Leute entlassen in seinen Hotels. Sehr schade. Angestellte Menschen mit Familien. Das heißt, hier wurde seitens der Stadtregierung der völlig falsche Schwerpunkt gesetzt und ein Eindruck vermittelt, der nicht stimmt. Hier wurde die Hotellerie der Todesstoß versetzt. Hier wurde der Gastronomie ein weiterer Stich in den Rücken gesetzt, nach dem Rauchverbot im letzten Jahr. Jetzt auch noch die Ampel für Wien auf Orange zu stellen, weil jetzt die letzten Touristen ausbleiben werden, weil die Leute sich nicht mehr in Restaurants trauen und ab heute der absolute Wahnsinn und Super-GAU der Wiener Stadtregierung, dass man sich eintragen muss, wenn man ins Kaffeehaus geht. Wieso ist das ein Wahnsinn? Entschuldigung, wo sind die Grünen als Freiheitspartei? Als Partei, die dafür eintritt, dass die Menschen nicht überwacht werden. Es kann doch nicht der Fall sein, dass wenn ich mich auf einen Café mit einem Journalisten treffe oder mit einem Bekannten oder zwei Leute sich treffen irgendwo, die dann eintragen müssen, vielleicht ich war von 15.10 Uhr bis 15.17 Uhr dort und habe mit dem einen Kaffee getrunken, vielleicht wird das noch nächste Woche ergänzt, da muss man auch eintragen, was man gegessen hat. Entschuldigung, hier ist der Überwachungsstaat komplett und hier kann es nicht der Fall sein, dass man noch mehr Bürokratie macht, noch mehr Lokale in die Pleite treibt und am Ende die Arbeitslosigkeit noch weiter steigt. Wir müssen schauen, wie wir den Arbeitsmarkt, die Gastronomie entfesseln können und nicht immer mehr Maßnahmen beschließen. Jetzt muss das der Herr Ellenson Stück für Stück entgegnen können. Fangen wir zuerst mit dieser Registrierungssache an, die ja auch bei grünen Wählern teilweise widersprüchlich gesehen wird. Ist das ein Überwachungsstaat? Wie sehen Sie das, Herr Ellenson? Machen wir mal Corona insgesamt. Corona ist, das macht eh schon alle Buki. Wir haben seit März einmal Lockdown und dann alles Mögliche und Lockerungen und wieder. So, jetzt wären wir alle so froh, wenn wir da rauskommen würden. Jetzt ist Wahlkampf und jetzt wird Corona politisiert die ganze Zeit. Eigentlich sollten das Gesundheitsexpertinnen sagen, wie kriegen wir diese Pandemie in den Griff, wann kommen die Impfungen, wie bereiten wir uns auf das vor. Jetzt ist es aber schon lange Politikum. Und es ist Hü und Hot, mehr Verschärfungen, weniger Verschärfungen. Es kommt ja, die Texte kommen ja alle gleichzeitig. Mehr machen, dann passiert ein bisschen mehr. Ihr müsst weniger machen, dann macht man ein bisschen weniger. Jetzt sind die Zahlen oben. So, ich glaube nicht, dass irgendjemand alles perfekt gemacht hat in der Zeit. Ich glaube aber auch nicht, dass man sich wahnsinnig gut auf eine Pandemie vorbereiten kann. Also wenn mir jetzt irgendeiner sagt, im Rückblick ist es erstens leicht, aber ich glaube nicht einmal im Rückblick. Was wäre denn alles genau an welchem Tag richtig gewesen? Ich weiß nicht. Was ich hoffe ist, dass Bund und in allen Bundesländern zusammen schauen, wie man da rauskommt. Dass weniger Politiker sagen, wie das genau steht und welche Maßnahme die richtige ist, sondern dass uns das Expertinnen vorreden. Kommen wir zu den Details. Registrierungslisten. Wenn ich mir was wünschen würde, würde nie irgendjemand wissen, wo ich bin. Und ich suche mir es einfach selber aus. Ich habe gegen diese Datenüberwachung gekämpft. Vollkommen richtig. Ja. Wenn ich online Essen bestelle, was relativ viele jetzt noch mehr während der Corona-Zeit machen, geben die Leute ihre Kreditkarte ein, ihren Wohnort, was sie bestellen. Und die Firma tut dann alle diese Daten. Auch wenn sie Restaurant reservieren nebenbei. Wenn sie anrufen und reservieren, dann sagt man normalerweise den richtigen Namen, also wir schon. Und die Telefonnummer ist gespeichert, logischerweise. Und normalerweise können sie mich zurückrufen, wenn irgendwas ist. Ja. Also ich würde es jetzt nicht überdramatisieren, dass das so ein Theater ist. Ich war halt im Café Eiles, machen sie es mit QR-Code, sie gehen ein und sie haben so fertig. Der Kellner wird vielleicht eh wissen, wer sie sind, also kann er sie eh aufschreiben. Also sie als unter anderem einmal heftiger Kämpfer gegen Datenüberwachung, haben mit dieser Registrierung kein Problem. Wenn ich mir anschaue, was wir für eine Krise haben, das ist Corona. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Wenn das gescheit ist und einen zweiten Lockdown, weil das, was ja stimmt jetzt, ja, Hotellerie, Gastgewerbe, Achtung, was wollen wir auf keinen Fall, dass die Zahlen aufschnalzen. Alles, was man tun kann, zum sagen, Moment, wir kriegen es halbwegs so in den Griff, dass man das aufrechterhalten kann und den Tourismus wieder ankurbeln, weil momentan sind wir... Also die Hotellerie kann einem nur leid tun, das nutzt ihnen aber nichts, wenn es uns leid tut, sondern was kann man da machen? Jede Maßnahme, die die Zahlen am Boden hält und nicht zu einschränkend ist für uns alle, und wenn Sie hingehen, werden Sie einen Tisch reservieren, ja. Deshalb ist die Registrierungsliste Ihrer Meinung nach eine gute Sache, weil sie die Zahlen unterbringt. Ich hätte es nicht gleich gemacht und zuerst schon mal geschaut, wie die Zahlen gehen. Jetzt hat man es aber eingeführt, jetzt schauen wir mal, ob es was nutzt. Wenn es was nutzt, ist gut.
dann bin ich froh, dass man es gemacht hat. Aber das kann man jetzt, wie so vieles, ja, im Vorhinein nicht mehr wissen. Das Wichtigste ist, zweiter Was Lockdown. Was ist daran verhindern, so fürchterlich, wenn sich die Leute für ihr nicht ganz falsch sagt, ohnehin eine Reservierung machen im Restaurant oder ein Essen mit Kreditkarte und Telefon bestellen? Zugegebenermaßen, der Kaffee ist davon nicht betroffen, den Sie angesprochen haben. Der Unterschied ist der, wenn ich mir etwas bestelle oder eine Reservierung mache, dann gebe ich meine Daten freiwillig her. Wenn ich das mache, was Sie gerade gesagt haben, den QR-Code mit dem Handy scanne, abgesehen davon, dass das viele ältere Leute überhaupt nicht können. Ja, den müssen sie anders machen. Geht auch anders. Dann muss ich die Daten hergeben, dann ist das verpflichtet und jeder weiß dort, wo so viele Daten zusammenlaufen, dort ist auch Missbrauch oftmals nicht sehr weit. Und das ist etwas, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht, dass die Menschen in der Form überwacht werden. Das ist ein falscher Ansatz und ich finde es schade, dass die Grünen da in der Form mitmachen. Und wo sie gesagt haben, man hätte auf Experten hören sollen und man kann nie alles richtig machen. Das stimmt sicher, aber das heißt auch nicht, dass man so wie die schwarz-grüne Bundesregierung, und ich bin es auch da schade, dass ihr da in so vielen Bereichen mit der ÖVP mitgemacht habt, man permanent so viele Fehler machen muss. Weil wenn man sich die Verordnungen anschaut, die seit März erlassen wurden, die in der Folge in vielen, vielen Fällen vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurden, wo Strafen ungültig gemacht wurden, wo eine Corona-Ampel implementiert wurde, die gar keine gesetzliche Grundlage hatte, wo sich kein Mensch ausgekannt hat, wo auch die Minister und die Abgeordneten nicht erklären konnten, was ist, wenn die Stufe trifft, wenn der Herr Bürgermeister Ludwig noch in der ZIB 2 gesessen ist und gesagt hat, na, er hat keine Anzeichen, dass diese Ampel auf Orange geschalten wird und am nächsten Tag sagt er selber, na bitte schaltet sie auf Orange. Hier wurde Chaos geschaffen, statt richtig und gut zu ordnen. Und dieser Panik muss ein Ende bereitet werden und diese Panik muss ersetzt werden durch echte und konkrete Maßnahmen. Und ja, da sehe ich leider keine Experten in der Bundesregierung, sondern da sehe ich, dass es in Wien irrsinnig viele Unternehmer gibt. Gestern hat mich beispielsweise der Betreiber von meinem Fitnessstudio angerufen und gesagt, er hört, dass Mitte Oktober ein nächster Lockdown und noch weitere Verschärfungen geplant sind. Wenn das der Fall ist... Wir haben derzeit viele irgendwo. Wenn das der Fall ist, dann sind die Leute pleite. Die Frage, die hier ja im Raum steht, ist, war diese Ampel eine schlechte Idee und hat die Stadt Wien eventuell mit dieser Ampel oder der grüne Gesundheitsminister mit dieser Ampel provoziert, dass wir jetzt von anderen Staaten eine Reisewarnung bekommen, die uns ruiniert? Also wenn etwas, was bei den Gesprächen momentan, sind weniger, wie man in anderen Wahlkämpfen hatte, auf der Straße immer hört, bei uns, ist, alle sind froh, dass Rudi Anschober uns ruhig durch diese Corona-Krise wird und niemand wünscht sich die Hartinger Klein, FPÖ, zurück als Gesundheitsministerin. Das ist mal Punkt 1. Wenn Sie das in der grünen Bildungswerkstatt machen, dann ist das vielleicht so, aber in der Realität schaut es ein bisschen anders aus. Da draußen, wenn man wahlkämpft. Ja, ja. Und das andere ist, jetzt kann man lang darüber reden, ob das die beste Maßnahme war mit der Registrierung im Lokal. Der Westen, die westlichen Bundesländer haben was anders gemacht, die haben die Sperrstunde vorverlegt, immerhin von 1 Uhr auf 10 Uhr. So, das haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht in Wien. Und das ist immer so ein Abwägen, wenn man gar nichts macht, das ist ja gegen jede Maßnahme ist eine zu viel. Naja, aber wenn man gar nichts machen gehen, hat die Zahlen auf. Dann macht man was und es ist immer genau die falsche. Warum wenn Sie mal sind vorher die sagen Zahlen würden, hinaufgegangen in Wien, Herr Ellenson? Warum sind die kurzzeitig so deutlich in die Höhe gegangen? Das ist sicher, wir haben nach dem Lockdown, wie man es wieder geöffnet hat, sehr schnell haben viele, vorher hat man sich zusammengerissen und das ist ja auch mühsam für alle, ja, für uns auch, aber für alle anderen natürlich auch, ein bisschen lockerer lassen. Da finde ich jetzt die Ampelfrage passt da gut dazu. Ist die Ampel eine gescheite Idee? Ja, aber dann muss man sie natürlich auch konkret umsetzen. Was heißt das genau? Und dann müssen sie auch alle umsetzen. Dadurch, dass sie quer über Österreich fast überall, bis auf 4 Bezirke, also Wien plus 3 Bezirke, grün gestellt war, hat man ja den Eindruck bekommen können, ist eigentlich ziemlich okay alles. Und dann wundere ich mich auch nicht. Ja, dramatisch verändert. Richtig. Und das macht dann natürlich schnell, ist logisch, wenn alles grün ist, sage ich, ja, grün ist meine Lieblingsfarbe, wenn es grün ist, passt es. Ja. Nur es hat eben nicht überall gepasst. Ja. Und jetzt wollen wir eines verhindern, wir wollen nicht, dass wir rot werden, wir wollen nicht, dass wir einen Lockdown haben und daran muss man arbeiten. Ja. Ist die Ampel eine gute Idee gewesen? Ja, haben wir es konsequent überall umgesetzt, geht besser. Ja. Nur es ist halt im Nachhinein und wirklich... Sie sagen, das, was die Wiener jetzt machen, Registrierungsliste etc., ist besser als zum Beispiel ein 22-Uhr-Sperrstunde? Ich glaube, dass das für die ganze Hotellerie bzw. für die ganzen Restaurants besser ist,
als wir Sperrstunden vorfinden. Und der Herr Kraus behauptet, die Wirtschaft fährt gegen die Wand in Wien. Ich sage, wir brauchen weder eine 22-Uhr-Sperrstunde. Ja, das ist ja gegen alle Maßnahmen. Ja, wir sind dafür, dass wir die Wirtschaft wieder entfesseln. Wir waren von Beginn an für den schwedischen Weg, auf Eigenverantwortung zu setzen, auf Social Distancing zu setzen. Und jetzt sehen wir ja, dass die Schweden Recht behalten haben. Schweden ist heute nicht mehr auf der Liste der Reisewarnungen. Warum? Weil man dort auf Eigenverantwortung von Beginn angesetzt hat. Und weil dort die Wirtschaft auch viel bessere Zahlen hat. Und wenn die Infektionszahlen steigen würden, wäre Ihnen das wurscht? Das wäre sozusagen besser, als wie jetzt sozusagen eine Registrierliste. Wir haben die Situation, dass das Bruttoinlandsprodukt um 14% eingebrochen ist im vergangenen Quartal. Was glauben Sie, was das für Auswirkungen haben wird? Der Herr Bundeskanzler hat gesagt, jeder wird einen kennen, der an Corona gestorben ist. Mittlerweile, ich kenne niemanden, der irgendjemanden kennt, und Gott sei Dank ist das so. Aber ich kenne viele Leute, und jeder kennt jemanden, dessen Arbeitsplatz entweder weg ist oder bedroht ist. Sprechen Sie mit Friseuren. Heute hat mir eine Friseurin erzählt, sie ist in Kurzarbeit seit Monaten, bekommt 80% des Lohns nur, ihr Trinkgeld ist weggefallen, die wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen nach 2-3 Monaten. Und hier bräuchten wir endlich eine Regierung, die den kleinen Einkommen auch einmal helfen würde. Und da kann es nicht sein. Nein, ganz im Gegenteil. Wir brauchen von der Politik die Garantie, dass es zu keinem zweiten Lockdown kommen wird. Niemand definiert Kriterien mehr für irgendetwas. Es wird seit Sommer gesprochen von der zweiten Welle. Jetzt steht das Schreckgespenst des zweiten Lockdowns im Raum. Entschuldigung, wann soll der kommen? Wir brauchen keine Politik, die Angst macht. Wir brauchen eine Politik, die klare und gute Rahmenbedingungen macht und die es den Geschäftstreibenden und den Unternehmen in der Stadt möglich macht, zu überleben und damit auch den Angestellten. Wir müssen raus aus der Kurzarbeit kommen. Wir können nicht sagen, nur weil Zahlen steigen, weil wir mehr testen, wobei irrsinnig viele Testungen ja zwar positiv getestete sind, aber Menschen, die überhaupt nicht krank sind und nie im Spital waren und auch zwar zu Hause sind, aber keine Symptome haben, sperren wir Österreich zu. So werden wir zu Folgeschäden kommen, die weitaus größer sind als das Virus selbst. Meine Herren, wir kommen zum Finale. Jetzt ist einmal der Herr Ellenson dran und ich, abgesehen davon, dass er, nehme ich an, darauf einiges zu sagen hat, habe ich gleich noch zwei Schlussfragen, Herr Ellenson. Erstens, wie zufrieden sind Sie mit der Bundeskoalition? Türkis-Grün, die jetzt ja nicht Ihre Lieblingsvariante ist, nehme ich an, und wo Sie wahrscheinlich auch einiges Magenweh haben, wenn Sie sich einmal anschauen, wie die ÖVP ihren Vorschlag, 100 Flüchtlingskinder von Moria aufzunehmen, abschmettert, Punkt 1. Und dann die Schlussfrage, aber zuerst bitte tun Sie ruhig in aller Ruhe darauf replizieren, die Schlussfrage, soll Rot-Grün in Wien weiterlaufen oder haben Sie Angst, dass Ihr Herr Bürgermeister vielleicht zur ÖVP oder gar zu den Neos wechseln könnte? Das waren gleich mehrere Fragen. Bitte. Also fangen wir zuerst einmal mit dem Herrn Kraus an, der Ihnen da ja vorgeworfen hat, da den nächsten Lockdown in Wahrheit schon vorzubereiten. Natürlich will niemand einen Lockdown, nur wenn man so vergleicht, da muss man immer alles an den Tisch. In Schweden gibt es seit März keine Veranstaltung mit mehr als 50 Personen. Kein Theater, kein Fußball, kein gar nichts. Bei uns auch nicht. Zwischendurch hat man versucht. Theater, aber das war's. Ein paar hundert. Ja. Und beim Fußballplatz hat man es zwischendurch sogar auf ein paar tausend geschafft. Nicht, dass das Wichtigste wäre. Einmal. Aber dort hat man auf 50 eingegrenzt. Die haben halt andere Maßnahmen. Dort ist die Wirtschaft eingebrochen. Und wem würden Sie das erklären, wenn 10-mal so viele Leute sterben? Und wenn dort oben sind, in Schweden sind tausende Menschen gestorben. Und so viel größer ist es leider nicht wie Österreich. Ich bin froh, dass wir das nicht haben. Ich habe keinen Verwandten, der daran gestorben ist. Sie haben gesagt, Sie kennen gar niemanden. So, wir nicht. Ja, leider ja, weil das ist ja statistische Unwahrscheinlichkeit, aber ein Mitarbeiter von mir kennt 3. Das ist ja statistische Unwahrscheinlichkeit. Ich kenne persönlich niemanden. Mhm. Ja. So, also das ist das zur Frage Lockdown. Aber das Wichtigste ist, natürlich muss man schauen, dass die Wirtschaft funktioniert. So, die Frage ist nur, wir machen einfach nichts, keine Maßnahmen und dann wie durch ein Wunder passiert nichts. Das geht sich nicht aus. Das wissen wir. Und jetzt ist schon die Frage, wie viel Schraube wo, ohne dass ich das System abwirke, so dass es noch leben kann. Jetzt die im Westen haben sich entschieden für die Sperrstunden. Wir haben uns jetzt entschieden für diese Registrierung. Jeder macht ein bisschen was, aber alle versuchen in ganz Österreich, das nehmen wir ja allen ab, zum Schauen, dass es funktioniert. Jedes Bundesland probiert das, wir natürlich auch. Herr Kraus, noch ganz kurz drauf, bevor er zur Schlussrunde kommt. Ja, schauen Sie, ich glaube, dass wir Lockerungen brauchen, weil wir sonst zu viel größeren wirtschaftlichen Problemen kommen werden. Ganz abgesehen davon, dass wir irrsinnig viel... Was sind Lockerungen zum Beispiel? Was stellen Sie sich da vor?
auf keinen Fall die Sperrstunde weiter nach vorverlegen, im Gegenteil öffnen. Keine Masken mehr, oder was sind Lockerungen? Die Maskenpflicht freiwillig, außer in kritischen Infrastrukturen wie Spitälern oder Apotheken, aber ansonsten nicht. Und auch keine Registrierungen in Lokalen. Mhm. Und eins möchte ich schon auch noch sagen, es gibt irrsinnig viele Menschen, die beispielsweise Krebspatienten sind oder andere Krankheiten haben, die Behandlungen bräuchten, die aufgrund von Corona permanent aufgeschoben werden und wo es auch zu gesundheitlichen Problemen kommt. Wir müssen hier wieder ein Maß und eine Relation und ein Ziel hineinbekommen. Es kann nicht sein, dass man alles Corona unterordnet. Es gibt viele Menschen, die andere Behandlungen brauchen, die jetzt warten. Kommen 10.000 Leute mit Corona, was dann los ist im Spital. Das gilt es zu verhindern, dass ein Spital an die Grenze kommt, von dem man es leisten kann. Wir sind weit davon entfernt, weil man gut gearbeitet hat. Das ist nicht einmal ein Thema, das ist nicht einmal eine Diskussion. Das war ein Schreckgespenst von Ihnen. Das ist ein Schreckgespenst, weil man gut gearbeitet hat. Das passiert ja nicht von selber. Sie arbeiten mit einem Schreckgespenst. Ich glaube, Sie wären schon beim dritten Lockdown, wenn Sie alleine sind. Ihr in Wien plakatierter Herr Gesundheitsminister hat ja mittlerweile den Spitznamen Warnschober und Angstschober. Vom Gernot Kulis, vom Kabarettist. Rudi Warnschober hat der Kabarettist gesagt, aber es ist natürlich kein Kabarettist. Herr Ellenson, am Schluss, wie zufrieden sind Sie mit der Bundeskoalition und mit der Tatsache, dass die ÖVP dort viele ihre Initiativen blockiert? Damit haben Sie leider recht. Ja, also gerade jetzt, wenn man darüber redet, ob Menschlichkeit ein Wert ist oder nicht, ist die ÖVP von der FPÖ nicht zu unterscheiden. Das ist leider eins geworden. Das war nicht immer so, traurig genug. Auf Bundesebene hat es halt nicht viele Alternativen gegeben. Entweder hätte man die Ibiza-Koalition neu aufgelegt. Das wäre aus meiner Sicht alles noch viel schlimmer. Und wir wären auf dem Weg nach Afghanistan und am Ende sind wir dann in Weißrussland. Das will ich nicht. So gesehen bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Bin aber froh, dass sich so viele von uns so reinhängen und sich anstrengen und bemühen, das Beste rauszuholen. Jetzt gerade neu, die Erhöhung der Mindestpensionen hat es vorher lange nicht gegeben. Endlich gibt es eine Mindestpension, die bei 1.000 Euro ist. Hatten wir lange nicht. 200.000 Pensionisten und Pensionistinnen wird mit der neuesten Maßnahme geholfen. Hat sein Ex-Parteivorsitzender, der jetzt gegen ihn kandidiert, immer gefordert? Immer gefordert, nur nicht umgesetzt. Aber die Grünen setzen das jetzt um. Er kommt denn nicht aufgrund widriger Umstände, wie Sie wissen. Ausflüge auf die Insel. Genau. Aber die Regierung in Wien. So. Natürlich glaube ich, dass wir mit der SPÖ haben wir mehr Überschneidungen und können in vielen Bereichen mehr machen. Nur in Wien ist klar ist, der Ludwig bleibt Bürgermeister, die SPÖ wird Erste sein. Es gibt eine Entscheidung für den Herrn Bürgermeister, nämlich ob er mit Grün weiter nach vorne arbeiten will oder mit der ÖVP zurück rot-schwarz retour betonieren. Und auch Sie, Herr Ellenson, der ja als grüner Hardliner gilt und nicht immer mit dieser Koalition glücklich oder happy-peppy ist, auch Sie sagen, ich will diese Koalition fortsetzen. Also Sie deklarieren sich klar für Rot-Grün, was der Herr Bürgermeister ja nicht tut, muss man dazu sagen. Richtig, die Grünen haben sich klar deklariert in der Frage, das haben eigentlich alle gemacht, bis auf den Bürgermeister. Ich glaube, es will niemand momentan mit dem Herrn Blümel eine Koalition machen. Überraschen Sie mich, aber ich glaube, das will überhaupt niemand momentan. Das ist nur noch der Bürgermeister, der es entscheiden muss. Für mich ist ganz klar, dass was am Start ist, was am meisten erreichen kann, wenn man Wien auf dem Weg zur Klimahauptstadt und zur Sozialhauptstadt bringen möchte oder bleiben möchte, dann kann man mit den Grünen zusammenarbeiten. Und wenn man das mit der ÖVP macht, wird es das halt alles nicht geben. Dann wird also wieder Sie zubetoniert. Müssen sagen, für Sie ist eine Fortsetzung von Rot-Grün der wichtigste Punkt des Wahlprogramms eigentlich. Ne? Das ist das deklarierte Ziel. Wir wollen Verantwortung für die 1,9 Millionen Wienerinnen übernehmen. Und wie erklären Sie sich, Herr Ellenson, dass der Herr Bürgermeister sich da kein ähnliches Wort entreißen lässt, weil ich habe es ja wirklich mit aller Macht probiert im letzten TV-Duell. Er will nicht, sondern damit herumjongliert, dass er sagt, der Wähler hat das Wort und es kann genauso gut rot-pink sein mit den Neos oder rot-türkis. Wie erklären Sie sich das? Ja, der Wähler, die Wählerin hat das Wort für dieses Ergebnis, aber die Koalition, also da brauchen wir jetzt nicht lang herumtun. Die SPÖ wird Erste bei dieser Wahl, wird die meisten Stimmen haben, stellt den nächsten Bürgermeister. Es entscheidet schon die Sozialdemokratie, mit wem sie zusammen. Also da braucht er sich nicht auf irgendjemand ausreden. Alle anderen sind in der Lage, das klar zu sagen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es werden noch ein paar Interviews. Vielleicht kommt er noch einmal zu Ihnen, der Herr Bürgermeister. Also ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Wer immer das schafft, dem gebe ich ein Getränk noch freier Wahl aus. Gut, aber
Das verwundert Sie schon ein bisschen, oder? Weil eigentlich hätten Sie sich ja gedacht, ja, dass er nach 10 Jahren sagt, wir machen weiter. Es ist eine erfolgreiche Koalition. Ja. Wien ist seit 10 Jahren die lebenswerteste Stadt. Aber er sieht das offenbar anders, weil sonst hätte er es ja sagen. Vielleicht sieht das eh so und traut es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Für uns ist tatsächlich wichtig, je stärker die Grünen abschneiden am 11. Oktober, desto wahrscheinlicher ist Rot-Grün. Wer rot wählt, weiß nicht, wie viel Türkis dabei ist. Der jetzt das Schlusswort hat, sagt Gott bewahre, oder? Ja, vor allem, sozusagen, dass Ihnen das nicht ein bisschen unangenehm ist, zu sagen, was könnte man noch alles versuchen, damit der Bürgermeister uns noch einmal nimmt. Weil sozusagen, Sie haben ja keinen einzigen inhaltlichen Punkt gesagt, einfach nur Koalition um jeden Preis und wollten vielleicht sogar den Moderator überzeugen, dass er ein gutes Wort einlegt. Ja. Also ist ein bisschen seltsame Darbietung. Nein, aber das ist ihm entlocken. Aber Sie werden auf jeden Fall nichts zu sagen haben. Aber das ist ja nicht nur bei den Grünen so. Müssen sich keine Sorge machen. Auch die Pinken sagen ja jetzt schon, sie wollen unbedingt mitregieren. Und die, ÖVP, und die ÖVP auch. Der Blümel, den Finanzminister aufgeben dafür. Der Blümel, das glaube ich wiederum weniger. Glauben Sie nicht. Ich glaube, der bleibt im Bund und wird irgendwen anderen nach Wien schicken. Am 12. Oktober wird er es vergessen haben, was er vorher wollte, so wie er sonst auch alles vergisst. Ja. Und ich glaube, ja, da gibt es halt 3 Parteien, die wollen unbedingt mitregieren, ist legitim. Aber es braucht auch Kontrolle. Es braucht eine Partei, die aus der Opposition heraus Dinge aufdeckt. Wir haben in der vergangenen Periode den Skandal ums Krankenhaus Nord aufgedeckt, weil wir den Bundesrechnungshof angeschalten haben und eine Untersuchungskommission gemacht haben. Wir haben die Skandale rund um die islamischen Kindergärten aufgedeckt. Wir werden jetzt weiter Druck machen beim Wohnbau, wo zu wenig gebaut wird und wo Österreicher keine Wohnung mehr finden. Und wer eine Kontrolle will, wer ein Gegengewicht möchte, wer will, dass Rot-Grün nicht so fuhrwerken kann, sondern dass die FPÖ auf die Finger schaut, der muss uns wählen. Und ich glaube, das werden mehr Wiener sein, als man uns jetzt zutraut. Also, auf Regieren hoffen Sie ja nicht. Ich nehme an, das haben Sie sich abgeschminkt. Ich glaube, das wird diesmal nichts werden, aber wir werden eine starke Kontrolle sein. Und der Herr Ellingson beweist, dass das nicht ist. Aber Sie haben eine große Hoffnung, dass Ihre Grand Dame, ich weiß nicht, wie alt sie ist, will das charmanterweise auch verschweigen, ja. Ursula Stenzel die innere Stadt gewinnt und dann der Frau Hebein dort sozusagen die verkehrsfreie City in die Luft springt. Ich glaube, wir haben in 2 Bezirken gute Chancen. Im 11. Bezirk, wo wir einen extrem beliebten Bezirksvorsteher mit Pauli Stadler haben. Der ist ja schon dort, ja. Der kämpft darum, das zu bleiben. Und ich glaube, der wird das schaffen, weil er bodenständige und gute Arbeit macht. Und im 1. Bezirk hat Ursula Stenzel als Grand Dame der inneren Stadt noch einmal ein Angebot gemacht an die Bevölkerung der inneren Stadt. Und da gibt es viele, die von der ÖVP enttäuscht sind, weil sie eben grüne Verkehrspolitik mit ihnen macht. Und da wird sie für eine Überraschung sorgen. Also das ist auf jeden Fall lustig, dass Sie uns heute daran erinnert haben, dass Ursula Stenzel ja wieder für die Bezirksvorsteherin der inneren Stadt kandidiert. Könnte noch spannend werden. Hebein gegen Stenzel, das hätte schon was, würde ich sagen. Im Wald. Es gibt genau 0 Vorsteher der FPÖ nach dem 11. Oktober. Sie werden in der Stadt nichts zu sagen haben. Das ist super, so wie die letzten 65 Jahre. Sie sagen, die Frau Stenzel hat keine Chance. Und der Simmeringer Stadler, was war er, Asterix oder Obelix? Ich glaube Obelix, ne? Wird nach Hause geschickt. Der ist ein witziger Typ, er ist nur verkrampft und aggressiv, aber der Wähler wird es entscheiden. Das war ein ganz liebes Schlusswort von Herrn Kraus, dass immerhin ein Lächeln beim Herrn David Ellingson entdrückt. Es ist schwer, immer alles ernst. Kommen jetzt nicht mehr runter, oder? Ich glaube, dass Ihnen vieles schwerfällt, kein Problem. So, das war's. Sie haben gesehen, am Schluss, Freunde werden die beiden garantiert nicht, weder vor noch nach der Wahl. Ist auch nicht notwendig, weil dass Sie Koalitionspartner waren, ist, glaube ich, das Einzige, was bei dieser Wahl ausgeschlossen ist. Das war David Ellingson, Clubobmann der Grünen gegen Maximilian Kraus, nicht amtsführender Stadtrat der FPÖ. Das war das 5. Duell. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Morgen ist sein liebster Minister bei mir zu Gast, nämlich der grüne Gesundheitsminister Rudi Anschober. Nicht Warnschober, nicht Angstschober, sondern Anschober, seiner Meinung nach der beste Gesundheitsminister aller Zeiten. Ja. In dem Sinne, das werden wir ihn morgen fragen, ob das auch wirklich so ist. Kurze Werbepause und dann werden wir dieses Duell sehr spannend analysieren.